Darauf hat die Welt gerade noch gewartet. Das 155 ist angekommen. Wäre das vor 2 Jahren angekommen, ja, dann hätten die Leute, ich glaube, die wären Schlange gestanden, aber auch jetzt ist unglaublich viel los. Das 155 erregt die Gemüter. Guten Morgen. Guten Morgen, Sven, grüß dich. Ja, lange haben wir drauf gewartet, jetzt sind sie endlich da. 155, also Stereo 155 als TM-Version. Dort haben wir es auch als SLT, das filmen wir auch nachher mal noch, damit man das auch mal im Detail auch sieht. Was ist die Besonderheit? Cube hatte eigentlich den Ansatz gehabt, ein weißes Blatt Papier zu haben und nochmal was komplett Neues zu kreieren. Und daraus ist das 155 entstanden. Es ging im Schwerpunkt wirklich darum, ein leichteres Bike hinzubekommen, wie wir das bei den Stereo 140 oder 120 kennen. Man sagt immer so, im Schnitt wären es 20%. Ich habe jetzt mal nachgeguckt gehabt, Gewichte habe ich heute auch mit an der Hand. Wir gehen ungefähr von knapp 2 Kilo im Vergleich zu einem Stereo 140 aus. Bei mehr Federweg, bei maximaler Akkukapazität von 750 Wattstunden steht das Bike jetzt hier mit 22,9 Kilo. Echt? Ja, es geht aber noch leichter. Komm mal mit. Wir drehen es mal gerade, wenn du es mal ein bisschen noch mal drehst, ein bisschen querer machst, dann kann ich es von der Seite mal ein bisschen besser schießen. Und wenn du mal zu mir kommst, da können wir uns ein bisschen unterhalten über das Bike. Ist es alles hier so ein bisschen goldfarben oder was ist das hier für eine Kupfer? Ja, genau. Also das TM ist ja mal in der Grundfarbe in dem Grünfarbton und die Komponenten von Fox sind mit Kashima beschichtet. Sowohl an der Gabel als auch am Dämpfer und an der Sattelstütze. Vom Feinsten. Vom Feinsten, definitiv. Also ganz klar auch beim Dämpfer. Wir sehen jetzt hier einen Fox-Dämpfer mit einem etwas größeren Kammervolumen halt auch. Das TM ist ja immer noch mal die Ausrichtung, mehr abfahrtsorientiert unterwegs zu sein. Und das beherrscht dieses Bike natürlich noch mal einen Ticken mehr wie das SLT oder das Einstiegsmodell. Ja, jetzt wird auch klar, die Kombination von den neuen Bosch-Systemen, wie schön das jetzt integriert ist hier mit der Remote hier. Genau. Ich glaube, viel größer dürfte es nicht sein. Genau. Also wir sind jetzt komplett weg von dem, dass wir jetzt hier oben ein Display haben. Das heißt, wir haben die Einheit hier unten zum einen, über die wir das System schlussendlich dann halt auch starten können. Wir kennen das von der kleinen Remote oben. Die hat sich jetzt aber komplett verändert. Das ist wirklich nur noch ein Bedienteil hoch und runter, beziehungsweise Licht an oder die Walk-Funktion. Auch ein Bestätigungsbutton ist nochmal mit dabei. Ich kann das Ganze natürlich immer noch mit den verschiedenen Displays, ob es jetzt mit der Handy-App oder auch anderen Systemen koppeln. Drahtlos, kann der User selber. Genau, kann der User selber. Aber hier geht es wirklich darum, eine schöne Integration in das Oberrohr, eine gute Übersicht zu haben. Man sieht ja auch, wie sich die unterschiedlichen Modis dann halt auch in der Farbe verändern. Kennen wir auch von der bestehenden Remote-Einheit. Also total simpel, den Rest stelle ich über die App ein. Kommt natürlich den Leuten. Ich war ja in Kanada, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, und war natürlich in dem Abfahrtsort schlechthin in. Ja. Whistler. In Whistler, schön. Und da war das so, das war so ein bisschen das Feeling, als würdest du Skifahren. Ja. Und da waren ganz viele Fahrradhändler, ungefähr, weiß nicht, 30 Stück, 40 Stück in der Innenstadt. Und alle waren irgendwie mit Fahrrädern unterwegs, als wären Skier, tragen die denn da? Die kommen dann da von den Abfahrtpisten runter. Meinst du, das kommt in Deutschland auch oder wird es schwer wegen den Pisten? Es wird, glaube ich, ein bisschen schwer wegen den Pisten. Wir haben zwar saukalt gerade aktuell, aber ja. Der Schnee fehlt halt noch. In München sieht Nein, das aus, ich meine jetzt Downhill Mountainbike fahren. Ja, doch, bei uns in der Region schon ein bisschen mehr. Also es ist halt immer das Problem, legale Pisten natürlich halt auch zustande zu bekommen. Aber es gibt bei uns schon den ein oder anderen Spot, wo du auch offiziell unterwegs sein darfst. Ja, Bosch Performance CX, ich habe gerade eben schon mal auf die Bremse. Auch hier die OXT-Ausstattung mit dabei. Schaltung, was haben wir drauf? Müssen wir auf die andere Seite gucken. Dann wir gucken mal. Wenn du es mal drehst, das wäre ganz lieb, dann drehen wir es um die eigene Achse. Und schauen uns das mal an, XT ist drauf. Genau, komplett Shimano XT, 12-fach. Klar, im Gesamten natürlich absolut taugliche Gruppe für dieses Bike. Vom Einsatzzweck her, für den groben Einsatz natürlich halt auch mit gedacht. Kettenführung mit drauf, also auch hier geht es wirklich darum, ein Bike zu haben, was bergabfahrtsorientiert natürlich halt auch ist, sehr agil ist. Und natürlich in der Verbindung mit dem Performance CX, 750 Wattstunden, der neuen Bedieneinheit und dem Remote
ist das eigentlich eine schöne Ergänzung. Und natürlich auch vom Gewicht her mit 22,9 Kilo im Vergleich. Das 140er TM beim Stereo liegt bei 25 Kilo knapp. Full Carbon, das heißt auch die Schwinge hinten? Die Schwinge hinten ist Carbon. Carbon, also Full Carbon, Rahmencarbon, Schwingecarbon, alles Carbon. Magst du es mal heben, dass man mal so ein Gefühl kriegt? Ich weiß, es ist noch früh am Morgen, du bist auch nicht mehr der Jüngste, aber die mal schauen, wie sich das so anfühlt, wenn man es hochhebt. Was ist denn das? Also es ist in sich, klar, ein Bike über 20 Kilo. Ja. Nicht zu vergleichen mit den leichten Bikes, die wir schon gedreht haben, mit Lumen oder auch mit dem High Bike Like im direkten Vergleich. Aber es ist immer noch ein Bike, was du beim Fahren wirklich merkst, diese 2 Kilo zu einem 140er. Also wir haben ja mehr Federweg, so gesehen im direkten Vergleich zum Stereo 140 dort, hier 155 mm Federweg. Und das macht natürlich halt auch im Gesamten das Bike eigentlich schwerer. Und hier ist es genau in die andere Richtung, das Bike wird leichter, hat aber mehr Federweg. Die Gabel, das ist ja auch so eine Evolution, wo man das Gefühl hat, die sind alle gleich. Gibt es da Unterschiede jetzt von Jahr zu Jahr? Wird die nochmal adaptiert, verfeinert oder ist das im Grunde genommen das System, was die vor 20 Jahren verwendet haben? Nee, da gibt es schon einige Veränderungen bei Fox. Also je nachdem, wie sie aufgebaut ist, hier natürlich halt auch eine absolute Top-Gabel mit drauf. Kashima-Beschichtung, links die Luftkammer, das sind so Faktoren, die verändern sich eigentlich nie. Die Kompression kann verändert werden, die Zugstufe kann eingestellt werden. Das sind jetzt zwei verschiedene Rädchen, erklär das mal bitte. Also, das eine Rädchen ist dementsprechend für die Kompression, für die Grip 2-Kartusche. Das ist die Kartusche für die Zug- und Druckstufeneinstellung. Das ist Rad außen. Bitte? Das ist das äußere Rad. Das ist das äußere blaue Rad, genau. Und hier haben wir dementsprechend dann eine weitere Einstellung, wo wir auch nochmal Einfluss drauf nehmen können auf die Performance der Gabel. So, und das eine ist ja auch noch die Aufnahmen, wenn du mir das auch mal erklärst, sind die mittlerweile fähig, dass du Aufnahmen hier auch reinschrauben kannst? Ist das möglich? Also Schutzbleche und so weiter? Das ist für den Fender, genau, der für Fox vorgesehen ist dann auch. Den gibt es auch im Synchro-Sortiment von Scott. Da passt der genau hier drauf, weil wenn du den nur hier an die Brücke fixieren würdest, würde der zu sehr flattern. Er braucht nochmal eine zusätzliche Unterstützung. Hier unten hast du dann dementsprechend nochmal die Zug- und Druckstufeneinstellung. Mhm. Siehst du hier unten. Warte, ich zeig's mal gerade. Da unten ist es mit drin. Unter dem Deckel. Zug- und Druckstufe, die stellst du da an der Stelle ein. Also das heißt der Rebound, wie schnell das zurückfedert. Genau. Zug ist die Ausfedergeschwindigkeit, Druck ist die Einfedergeschwindigkeit. So, und das Ganze wird ja eingestellt. Wenn jetzt der Kunde sagt, ich entscheide mich dafür, bin aber nicht der Vollprofi, weil ich will einfach nur ein tolles Rad haben, wo ich die nächsten Jahre Spaß haben werde, könnt ihr dem Kunden das beibringen? Also mal so. Das ist ja so ein bisschen wie beim Fotografieren, wenn du also noch nie praktisch manuell fotografiert hast und siehst dann da PA, SM und denkst dir, okay, wozu ist das? Ich gehe doch auf die Automatik. Der hat ja keine Automatik. Das heißt, du kannst ja nicht hier. Also grundlegend erklären wir, was für Einstellungen dort möglich sind. Natürlich hast du viele Möglichkeiten, das steht außer Acht. Einen klassischen Modus in dem Sinn zu finden, kommt immer wirklich darauf an, was derjenige mit dem Bike machen will. Also von wirklich abfahrtsorientiert bis ich fahre nur in die Altstadt, ist alles gegeben. Alles gegeben. Das heißt, er kann auch zu euch kommen, kann die Abstimmung. Woher weiß der denn, was richtig ist, wenn er nicht weiß, wie sich das anfühlt? Bei mir war es so, ich habe dann mal den Druck verändert, habe mal ein paar Sachen verändert und habe dann gemerkt, oh, jetzt ist das Rad aber richtig gut geworden. Ja, aber ich habe es vorher gar nicht gewusst und dachte immer, der Bock ist immer so hart, federt ja gar nicht gut. Also die Basis ist natürlich die Abstimmung der Luftkammer, ne? Auf das Körpergewicht, das ist mal mit das Entscheidende. Und dann kommt im nächsten Step eigentlich die Zugstufeneinstellung. Das heißt, wie schnell federt der Dämpfer aus? Wenn die Zugstufe zu langsam ist, dann federt es ein und kommt nur ganz langsam raus. Ist sie dementsprechend zu schnell, hast du wie so ein Katapult. Und das sind Sachen, die wir dem Kunden grundlegend eigentlich erklären, wie das zu funktionieren hat und geben das auch beim Übergabeprotokoll schlussendlich mit, dass wir seine Werte eingeben, welchen Luftdruck er hat. Wir gehen immer bei so einem Bike durchaus von 25% Negativfederweg aus, den wir schon mal grundlegend einstellen. Das heißt, das ist das, wenn ich mich auf das Bike draufsetze und die Elemente. Das, im Prinzip das reine Körpergewicht, ohne dass ich jetzt mich bewege. Genau, das heißt, ich setze mich hier drauf, ne? Und dann habe ich hier den Ring, dann kann ich das nachher schön ablesen.
Da unten, sag mal bitte. Das heißt, du gehst auf Null, hast den Ring denn und das ist der, genau, dann würde ich das den negative mit Federweg. Meinem Körpergewicht belasten und kann dann dementsprechend ablesen, okay, wie viel Federweg nutze ich denn dementsprechend jetzt schon, wenn ich mich nur draufsetze. Weil es geht ja nicht darum, nur Hindernisse zu überwinden, sondern halt auch Löcher oder Ähnliches. Dann muss das Fahrwerk ja wieder ausfedern. Das heißt, es soll ja nicht direkt am Anschlag sein. Es sollte so sein, dass es 30%, wenn ich drauf sitze, schon mal so ein bisschen einfedert, damit zurückfedern kann. Von der Länge jetzt von dem Federweg, weil du eben gesagt hast, das ist jetzt abfahrtsorientiert. Was heißt das? Geht das noch länger oder noch stärker hier, die Gabel? Oder was ist das überhaupt für ein Fahrrad jetzt? Die Gabeln gibt es in verschiedenen Ausführungen, jeweils immer für den Hersteller natürlich halt auch bestimmt, ob du 140, 160, 180 mm Federweg haben möchtest. Und in dem Fall haben wir jetzt hier bei Fox eine 38er. Ne, man sieht das ja auch schön, auf der einen Seite ist die 3, auf der anderen Seite ist die 8. Das heißt, wir haben schon eine Gabel, die absolut für diesen groben Einsatzzweck gedacht ist. 38 steht für 380 mm. Im Prinzip für den Durchmesser des Standrohrs. Genau. Und da müssen wir halt einfach immer mal sehen, desto größer der Durchmesser, desto besser ist die Verwindung der Gabel und desto steifer ist sie schlussendlich halt auch für diesen groben Einsatz, wo man es dann einsetzt. Und auch schwerer dann auch natürlich. Ja. Also mit 155 mm Federweg oder 160 ist es halt ganz einfach so, dass du schon ein Bike hast, was tendenziell mehr bergab will. Und nicht, sage ich jetzt mal, das Marathon-Bike in dem Sinne, das ist jetzt hier nicht gegeben. Aber die Federwege im Durchschnitt liegen immer so um die 140 bis 150 mm. Du musst mal eins erklären. Du hast ja die 150 mm, das ist ja wahrscheinlich der Einfederweg, den du jetzt hier hast. Aber hier hinten beim Dämpfer, da ist ja unschwer zu erkennen, da sind es ja keine 150. Trotzdem ist es 150 vorne und hinten. Wie funktioniert das? Genau, das ist also bei der Gabel ist es ja einfach. Es ist ja der lineare Weg, den wir haben. Und hier ist es aber dementsprechend so, dass wir über die Umlenkungen in einem ganz anderen Verhältnis sind. Das heißt, gemessen wird immer von der Achse bis dementsprechend der Weg, den die Federung schlussendlich macht beim Einfedern. Und das steht immer in einem gewissen Verhältnis. Also das heißt, das hat hier im Prinzip eine Übersetzung drin, genau. Und übersetzt das etwa 1:3, kommt das hin? Das kommt ungefähr hin. Ja, kommt ungefähr hin. Genau, wenn du mal so lieb bist, dich mal nochmal draufsetzt und vielleicht mal mit deinem Körpergewicht mal belastest, dann filme ich das mal gerade. Aber gerade, dass man das, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn du den mal ganz runterlässt, den Sattel, sei mal so lieb. Und dich mal von der Seite einfach mal draufsetzt, dass man einfach mal die Belastung, jetzt sieht man es. Sehr gut, das heißt, in dem Moment, wo du einfederst, geht das ja hier nur ein bisschen rauf und runter. Das sieht man hier. Aber im gleichen Atemzug, kann man es hier sehen, geht die Federung so richtig hier rauf und runter nach unten. Und das ist diese Übersetzung, die man sieht. Und dann kommt man wieder auf 150 mm. Genau, das kommt immer auf die Hebelverhältnisse natürlich halt auch drauf an. Es gibt ja auch Bikes, da ist der Dämpfer stehend positioniert. Das kommt immer, sage ich mal, auf die Ingenieure an, was sie natürlich an dem Bike haben wollen. Was krass ist, man sollte Probe fahren. Also das sollte so ein Fahrrad mal erleben. Ich hatte ja das Glück, genau dieses Fahrrad hier, ein anderes Modell, ein Stereo zu erleben in den Alpen, in dem ja der Bergführer seins mal geliehen hatte. Ich hatte ein Hardtail dabei und ich konnte anschließend doppelt so schnell den Berg runterfahren, weil das Ding einfach federt wie, es bleibt immer am Boden. Ich glaube, das ist diese Sicherheit, das muss man dann auch erklären, warum überhaupt ein vollgefedertes Fahrrad. Weil in dem Moment, wo jetzt ein Hubbel kommt oder es kommt eine leichte Bodenwelle, verlässt das Hinterrad einfach nicht den Boden. Es hubbelt nicht. Ja, korrekt. Also es bringt deutlich mehr Sicherheit. Das haben wir bei der Gabel schon, das haben wir beim Hinterbau natürlich auch. Ähnlich wie beim Automobil oder beim Motorrad, hast du diese Federungselemente nicht, dann kommt die erste Bodenwelle und dann haut es dich von der Straße runter. Und muss halt langsamer fahren dann. Batterie, ist da eine große Batterie drin? Ja, wir haben 57 Wattstunden. Es ist aber auch möglich, 625 oder 500 Wattstunden reinzumachen. Das würde bedeuten, dass das Bike noch leichter wird. Und es gibt dann Adapterstücke, weil die Akkus ja natürlich schlussendlich halt auch kleiner werden, wo du dann ein kleines Staufach drin hast. Ne? Dann kannst du also noch ein paar Sachen dann reinmachen. Ja, beim Bosch Performance CX kann man mittlerweile die Agilität einstellen. Es war ja vorher so, man musste es zum Händler bringen. 85, 75 Newtonmeter hat es dann einmal eingestellt. Das ist vorbei. Also man kann als Endkunde schon sehr, sehr viel über die App machen. Es gibt ein paar Faktoren, die immer noch uns Händler vorbehalten sind. Aber grundlegend ist es einfach so, dass man über die App schon sehr, sehr viel steuern kann und in Zukunft durch das smarte System da noch deutlich mehr passieren wird.
Ja, als wir es zuerst gefilmt haben, hat jeder gedacht, na, was soll das? Aber jetzt wird es klarer, es gibt jede Menge Displays, die der Kunde selber anbringen kann. Es ist hochgradig reparabel, vieles ist drahtlos. Die Remote hier ist drahtlos eigentlich? Ja. Die ist drahtlos. Und die Batterien halten lange? Wird das angezeigt irgendwie? Also wir haben jetzt im Endeffekt noch nicht wirklich die Erfahrung, dass wir jetzt sagen würden, dass sie nicht so lange halten würden. Bisher ist eigentlich alles... Okay, das ist eine Knopfzelle, ähnlich wie bei einer Fernbedienung von einem Fernseher. Die hält ja auch gefühlt ewig, also wenn du da irgendwie dabei bist. Und das wird wahrscheinlich angezeigt. Ja, wir sehen es demnächst ja noch öfter. Und werden auch nochmal ein Technikvideo machen. Das finde ich eigentlich sehr interessant, dass wir nochmal die App zeigen in einem eigenen Video. Was hat sich da getan bei Bosch? Vielleicht nochmal Hinweis, App ist kostenlos, war ja vorher nicht so. Man musste extra eine App-Version kaufen. Die App ist kostenlos, kann man direkt downloaden. Machen wir auch oftmals mit dem Kunden, dass wir bei der Abholung sagen, schon mal vorab die App runterladen. Dann können wir das Bike direkt koppeln, hier noch im Ladenlokal. Und dann ist es eigentlich wirklich sehr intuitiv gemacht. Also Bosch ist seit Anfang an immer so daran gehalten, das System so einfach wie möglich zu gestalten, trotz dass es ja viele Funktionalitäten gibt, das darf man ja nicht vergessen. Es gibt eine Bike-Versicherung, die würdest du dir hier dringend anraten. Die kostet im Monat, ich glaube, 15 Euro und dann ist sogar versichert, wenn irgendwas kaputt geht, sogar der ganz normale Verschleiß ist versichert, also zum Beispiel Kette, Ritzel, weil der Bosch CCX, der hat schon Performance, so heißt er ja auch. Und da können die kleinen Ritzel auch schon mal kaputt gehen. Ist ein kleines Ritzel auch damit abgedeckt? Ja klar, also alles, was Verschleiß angeht, du sprichst ja von der Wertgarantie. Das heißt, wir haben drei Bausteine da drin. Zum einen mal die grundlegende Versicherung bei Diebstahl, gilt europaweit. Das ist also auch ein Punkt, der nicht bei jeder Versicherung vertreten ist. Dann Eigenverschulden, heißt, ich habe einen Unfall gehabt, bin gestürzt, Sattel ist kaputt, Schaltwerk ist abgerissen, Kette ist verzogen. Das übernimmt dann auch alles die Versicherung. Oder der letzte Punkt, der Verschleiß. Bremsbeläge runtergefahren, Reifen runtergebremst. Vandalismus auch mit drin? Ja, Vandalismus ist auch mit enthalten. Und somit hast du ein Paket, was echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top ist. Man kann das so machen, dass man mehr rauskriegt, als man einbezahlt hat. Wie funktioniert das dann mit der Versicherung? Also wenn du jetzt Beispiel, du darfst ja glaube ich im Jahr bis zu 600 Euro darfst du irgendwelche Ersatzteile abrufen, oder? Bei Wertgarantie ist das nicht limitiert in dem Sinne. Nicht limitiert? Nein. Weil du musst jetzt mal so sagen, wenn du jetzt wirklich einen richtigen Schaden hast, sagen wir mal, die Gabel ist verzogen oder gebrochen oder sonstiges, dann muss die ja komplett ersetzt werden. Da reichen ja die 600 Euro schon nicht aus. Und wenn es die Gabel getroffen hat, dann hat es noch ein bisschen mehr getroffen. Was zahlt man jetzt dafür beim Bike von 8.000 Euro? Ungefähr. Bei dem liegen wir, glaube ich, um die 280 Euro. Im Jahr, mit allen Teilen. Das heißt, wenn ich viel fahre, kriege ich die 280 Euro locker raus, oder? Zum Preis vielleicht an sich nochmal. Das Rad liegt bei 7.999 Euro. Das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. 8.000 Euro für ein Fahrrad? Ja. Aber wir gehen jetzt gleich noch eine Nummer schärfer. Gut, das ist so. Du hast das Stereo, ist ja jetzt also gerade Cube-Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem ein Hammer-Preis-Leistungs-Verhältnis. Es konkurriert ja schon mit den Kollegen schon von Rotwild und Co. Also von der Ausstattung, von der. Oder ist es eine komplett eigene Klasse? Mein Gott, bei Rotwild liegst du definitiv noch eine deutliche Schippe oben drauf. Da bist du ja quasi schon fast im fünfstelligen Bereich mit der Ausstattung, wie wir hier sehen. Ist natürlich halt auch nochmal ein ganz anderer Hersteller, eigene Philosophie. Aber man wollte auch bewusst mal in diese Kategorie halt gehen. Das heißt, mit dem SLT mit 9.999 Euro ist man in einem Preisgefilde, wo Cube normalerweise noch nicht zu sehen war. Wir hatten das 10-Jahres-Modell gehabt als Stereo 140. Das war ja limitiert auch. Das hat auch so viel gekostet. Aber ansonsten haben wir uns in der Preisregion noch nicht befunden. Los geht's ab 6.999 Euro, dann kommt der Preispunkt 7.999 Euro und 9.999 Euro. Für die Serie 155? Genau, drei Modelle. So, und ansonsten, wenn ihr etwas weniger Geld habt, 2.849 Euro, das Cube Reaction Hybrid 1S hat übrigens hat denselben Motor. Das heißt, es kann genau dasselbe. Hat denselben Motor, kann nicht genau dasselbe, aber wir haben natürlich auch andere Preislagen, das steht außer Frage. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, genau. Nicht, dass die Leute alle denken. Ja, du bist in Riegelsberg, das Ganze ist im Saarland und bedient tatsächlich Kunden aus ganz Europa. Viele leasen ja, also das heißt, muss man immer betonen, in der heutigen Zeit, wo Zinsen teuer sind,
ist das Thema Leasing natürlich hochattraktiv, weil du hast keine Bankgebühren, wenn du es richtig rechnest, und die Ersparnis darüber, dass du jetzt vom Bruttolohn bezahlst, da muss man nochmal erklären, das will der Gesetzgeber so. Das heißt, du darfst dein Spaßfahrrad vom Bruttolohn bezahlen und musst keine Steuern zahlen darauf. Genau, so ist es. Das heißt also, das Fahrrad wird wie ein Dienstwagen behandelt. So kann man es eigentlich ausdrücken. Das Ganze läuft über die Lohngeldumwandlung. Dann ist immer die Frage, wie viel Steuern bezahle ich? Natürlich halt auch jetzt einfach ausgedrückt. Und desto mehr Steuern ich bezahle, desto mehr kann ich sparen. Das kommt auf die Steuerklasse drauf an, kinderfreie Beträge etc. Alles, was dazugehört, wie das normale Gehalt, brutto für netto. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass es in 36 Monaten passiert. Das heißt, ich habe sehr moderate monatliche Abzüge und dadurch, dass ich ja auch dieses Sparpotenzial durch die Umwandlung noch drin habe und die Versicherung halt auch inkludiert, je nachdem, wie der Arbeitgeber halt auch aufgestellt ist, kann ich auch ein Inspektionspaket oder ein Full Service mit reinbringen. Full Service ist dann die kleinere, kompaktere Version des Schadensbildes, was passieren kann, wo dann auch übernommen wird, sprich also Verschleiß. Das heißt, hier so ein Fahrrad für 8.000 Euro kostet mich dann im Monat roundabout 200 Euro nur, wenn überhaupt. Ja, je nachdem. Wie gesagt, das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer, wie gesagt, auf die Steuerklasse halt auch drauf an. Und in welcher, wie gesagt, wie viel Steuern du halt wirklich bezahlen tust. Das kann man ausrechnen. Genau. Also es gibt dort einen Simulator. Gibt es da eine Seite, wo man gut simulieren kann mal? Kannst du einen empfehlen? Also Jobrad ist wirklich sehr, sehr gut in der Berechnung, aber auch alle anderen. Es kommt ja immer drauf an, welcher Dienstleister vom Arbeitgeber gewählt ist. Da gibt es Business Bike, da gibt es Deutsche Dienstrad, Eurorad, Leasebike. Also wir haben mittlerweile knapp 20 Leasinganbieter im Portfolio. Und das gilt auch für Beamte? Das gilt auch für Beamte. Bei uns im Saarland in der Verbindung mit Jobrad. Die haben das seit Anfang Oktober mit involviert, dass die 16.000 Beamte im Saarland nun auch leasingfähig sind und ein Fahrrad leasen können. Gut, da sind wir, ja. Das Ganze bei WeCycle in Riegelsberg. Es gibt ein Geschäft noch in St. Wendel. Bitte einmal drehen. Hat extra neues Merch angezogen für mich. Und wir drehen heute am 4. Dezember 2023, ja, das 155 in der mittleren Version. Korrekt. Tschüss. Ciao.